Was steht heute auf der Tagesordnung? Oh nee, warum fühle ich mich denn so nass? Oh, sieht so aus, als hätte einer deiner Stifte schwarze Tinte über deine Sachen geleckt, Amy. Das ist eklig, oder? Aber vielleicht ist dein Zeug nicht völlig ruiniert. Ja, so sieht eine Idee aus. Möchtest du deinen Stiften und Bleistiften ein wenig Farbe verleihen? Fülle einen großen Behälter mit Wasser und deiner Lieblingsnagellackfarbe. Nun kippe den Nagellack ins Wasser. Wenn du das getan hast, kannst du weitere Farben hinzufügen und diese nach dem Zufallsprinzip verteilen. Nimm nun deinen Bleistift und tauche ihn langsam in die Flüssigkeit ein. Und nimm ihn auf die gleiche Weise auch wieder heraus. Du kannst das so oft tun, wie du möchtest und mit verschiedenen Farben experimentieren. Wow, wo hast du denn die Stifte her? Möchtest du einen haben? Ah, danke, Amy. So macht man aus Zitronen Limonade, Mädels. Psst, Lilly. Hä? Kevin hat rote Nägel? Oh, das muss ich sehen. Oh, ich sollte das Ding lieber weglegen, bevor der Lehrer es noch sieht. Hatschi! Oh nee, alle werden meine Notizen sehen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was haben wir denn hier? Sind das Notizen? Lasst uns mal eine lesen, hm? Die Lehrerin hat eine lustige Frisur. Na, bleib du mal die ganze Nacht wach. Da würde ich ja gerne sehen, wie du morgens aussiehst. Oh nee, von allen Notizen hat sie ausgerechnet die gelesen. Trägst du sensible Materialien mit dir herum? Nimm ein Notizbuch und schneide etwas Papier aus, das etwa halb so groß ist. Nimm jetzt einen Klebestift und trage Kleber auf die Seiten auf. Drehe das Papier um und drück es auf die untere Hälfte des Buches. Stelle sicher, dass du es mit den Fingern nach unten drückst, um es sicher anzukleben. Sobald dies erledigt ist, finde ein dekoratives Klebeband und gestalte es, wie du willst. Wir haben uns für Herzchen entschieden, aber vergiss nicht, die Enden einzuklemmen. Wow, schau dir diese praktische Tasche für Notizen an. Hey Amy, hast du noch eine Notiz für mich? Jetzt musst du dich nie wieder um unglückliche Ausrutscher sorgen. Mann, ich könnte vor dem Physikunterricht wirklich was Süßes vertragen. Ah, gut, dass ich meinen speziellen Snack nicht vergessen habe. Geht's nur mir so oder spricht sie gerade von ihrem Lippenstift? Perfekt. Ernsthaft? Du hast so Hunger, dass du sogar dein Make-up isst? Ich hätte dir auch einen Müsli-Riegel oder sowas geben können. Nun, ich verrate dir was, das ist nicht wirklich Lippenstift. Um deinen eigenen Lippenstift-Snack herzustellen, nimm einen herkömmlichen Lippenstift-Applikator wie diesen. Versichere dich, dass der Lippenstift komplett entfernt wurde. Fülle als nächstes eine Schüssel mit weißen Schokoladenchips. Gebe sie in die Mikrowelle, sodass sie alle geschmolzen sind. Mische etwas Lebensmittelfarbe in dem Farbton deines Lieblingsstiftes hinzu. Sobald alles gemischt ist, gieße es in den leeren Lippenstift-Applikator. Vorsicht, das kann ein bisschen schmierig werden. Achte darauf, dass du ihn nach oben hin nicht zu stark befüllst. Sobald es ausgehärtet ist, bist du fertig. Hier, Kevin, probier mal. Oh, wenn du es sagst. Hey, das ist ziemlich gut. Oh, zum Glück habe ich dran gedacht, meine Sachen im Spind einzuschließen. Dieser Rucksack wurde echt schwer. Hey, ich habe total vergessen, dass ich das in der Tasche habe. Ein ganzer Meter köstlichen Kaugummis. Der kurz davor steht, auf dem Boden den Dreck aufzusaugen. Schnell, Kevin, fang ihn auf, bevor er fällt. Nein, mein Kaugummi. Igitt, es sei denn, du stehst auf Fusselhaare und fragwürdige braune Dinge. Dieser Kaugummi ist echt hinüber. Das ist ziemlich ekelhaft. Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Nimm den aus meinem Gesicht. Was willst du mit meinem Klebeband? Du wirst schon sehen. Wusstest du, dass ein Klebebandspender als fallsicherer Kaugummihalter dienen kann? Schritt 1, lass das Teil mit Hilfe von Farbe etwas weniger wie ein Klebebandspender aussehen. Ja, sieht ganz gut aus. Jetzt musst du dir nur noch deinen Kaugummi reinlegen. Hey Lilly, was geht? Hi Kevin, kann ich den Kaugummi haben, den du mir versprochen hast? Meinst du den hier? Hä? Na klar, nimm dir ein Stück. Und du bekommst jedes Mal die perfekte Länge. Ihr müsst morgen damit fertig werden, stimmt's, Mädels? Wie spät ist es überhaupt? Okay, das war's. Ich kann meine Augen nicht mehr offen halten. Ah ja, schon viel besser. Pennt Sophia jetzt, oder was?
Na klar, mache ich das doch alleine fertig. Hm, aber vielleicht habe ich ein bisschen Zeit für einen kleinen Prank zwischendurch. Wenn dich deine Beste mal wieder im Stich lässt, kann Kleber helfen, mir einen neuen Look zu verpassen. Nur ein paar Tropfen Kleber auf die Stirn und die Wangen. Jetzt ganz vorsichtig einmassieren, damit sie nicht aufwacht. Wenn es langsam trocknet, ziehe ein paar Klebschichten ab, sodass der Kleber vom Gesicht herunterhängt. Oh, das wird so lustig. Okay, Zeit, das Biest zu wecken. Sophia, Sophia, wach auf, dein Gesicht fällt ab. Hä? Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Warum schält sich meine Haut denn so? Ruf meinen Dermatologen an. Nee, den Krankenwagen, jetzt. Oh Mann, ich halt's nicht mehr aus. Das ist zu witzig. Oh Mann, du stirbst doch nicht, Sophia. Das ist nur guter alter Kleber. Oh, wie würdest du denn reagieren, wenn ich dir sagen würde, dass dein Gesicht abfällt? Okay, nur noch eine Stunde vor Unterrichtsschluss. Zu doof, dass Nickerchen in der Schule nicht erlaubt sind. Na, ich ruhe mal kurz meine Augen aus, ja? Hä? Schläft Lana etwa? Ja, das Licht ist komplett ausgeknipst. Und wenn Freunde schlafen, bietet sich ein Streich viel zu gut an. Für diesen Prank nimmst du eine lange Schraube wie diese und zerteilst sie in zwei Stücke. Nimm ein kleines Stück Papier und mach einen ordentlichen Klecks heißen Kleber in die Mitte. Jetzt steck die eine Hälfte der Schraube mit dem Kopf nach oben in den Kleber. Wenn der Kleber trocken ist, färbe ihn mit blutrotem Nagellack. Mach das gleiche mit der anderen Hälfte der Schraube auf einem anderen Blatt Papier. Jetzt nimm diese beiden Einzelteile und mach sie an die Hand deiner Freundin. Aber vorsichtig, dass sie nicht aufwacht. Oh Mann, das wird so gut. Hey, Lana, wach auf, mein Sonnenkind. Das kitzelt. Oh, was ist mit meiner Hand passiert? Ruf den Krankenwagen, Sophia. Ach, mach dich mal locker. Das ist doch nur ein Scherz. Ja, da hat wohl jemand den Schock fürs Leben bekommen und nickt nie wieder ein. Hm? Immerhin hat's nicht wehgetan. Komm schon, das war doch voll der coole Prank. Ich bin trotzdem deine beste Freundin, oder? Ach, schaut nur, wie fleißig die Schüler arbeiten. Aber nichts kann einen guten Arbeitsrhythmus so ruinieren wie eine leere Flasche Klebstoff. Ach komm schon, da muss doch noch was drin sein. Ach, Amy verschwendet völlig ihre Zeit. Okay, hör damit. Du brauchst einfach nur die Kraft eines Mannes, um das Zeug herauszudrücken. Glaub mir. Okay, gib mir eine Minute. Mission für General Muskelstärke aktiviert. Noch ein bisschen. Oh Mann, da muss es doch eine bessere Methode geben. Ich weiß, dass da noch Klebstoff drin ist. Oh, der Kleber will jetzt rauskommen. Und der ist sauer. Oh Mann, ich wollte doch nur einen Tropfen. Ich völlig verklebte Hände. Ja, so viel zur Männerstärke. Wenn deine Kappen anfangen, mit getrocknetem Kleber verstopft zu werden, lege sie in eine Schüssel und gib ihnen ein kleines Bad. Gieße herkömmliches Öl auf die Kappen und achte darauf, sie vollständig zu bedecken. Lass sie jetzt eine Weile einweichen, damit sich der Klebstoff lösen kann. Wische dann mit einem Tuch eine Kappe nach der anderen ab. Seht ihr? Keine blöden Klebstoffkrusten weit und breit. Endlich keine unter Druck stehenden Kleberpannen mehr, über die du dir Sorgen machen musst, wenn du an deinem nächsten Meisterwerk arbeitest. Einfach nur sauberer, flüssiger Kleber, genau dann, wenn du ihn brauchst. Oh Mann, ich dachte schon, ich würde niemals den Kleber von meinen Händen kriegen. Oh, nimm das blöde Ding von mir weg. Hey, Kevin. Ja, sieht so aus, als hätte es Amy mit Ach und Krach zum Unterricht geschafft. Sie ist fast 10 Minuten zu spät. Woran arbeitet Kevin denn da drüben? Moment, heute ist aber nicht Zirkeltag, oder? Oh nee, ich habe voll vergessen, meinen Zirkel mitzubringen. Komm schon, irgendwas muss ich doch dabei haben. Ja, vielleicht können diese Marker den Tag retten. Um deinen eigenen Zirkel herzustellen, lege deinen Finger auf ein Stück Papier und halt ihn auf der Stelle, während du mit deiner Hand drumherum zeichnest. Siehst du? Wenn du stabil genug arbeitest, kannst du den perfekten Kreis zeichnen. Super, da glaubt man ja gar nicht, dass das freiwillig gezeichnet ist, oder? Wow, den Skater hat's voll umgehauen. Ups, tut mir leid, Frau Lehrerin, ich leg's weg. Sieht so aus, als müsstest du den Rest des Videos für nach der Schule aufheben. Es sei denn... Ich hab die Idee, Amy. Macht's dir was aus, wenn wir den alten Handytrick machen, den wir geübt haben? Das nächste Mal, wenn du ein Video im Unterricht schauen musst, versuche etwas Hilfe von der Person vor dir zu kriegen. Steck einfach die Handyhülle unter das Oberteil deiner Freundin. Genau so. Steck das Handy in die Hülle mit dem Oberteil dazwischen. Pass nur auf, dass es fest drin steckt. Hey, was war das denn? Oh, echt jetzt, Kevin? Vergiss nicht, dass deine Freundin noch an dem Teil dranhängt. Und mach am besten die Lautstärke aus, sonst verrätst du dich direkt. Kevin, was machst du denn da hinten? Hm,
Ich schaue am besten mal nach, was da los ist. Schnell versteckt das Beweismaterial. Ah, hallo, Frau Müller. Was führt Sie denn auf diese Seite des Klassenzimmers? Das hätte echt schlimm enden können.